Ja, wir fahren jetzt auch gleich Scenic Drive. Ja, zweimal sogar. Erst mit der Elise und dann mit dem Diablo. Ich habe Ravage heute komplett überrascht. Inwiefern? Wir hatten ja heute Need for Speed 4 gespielt. Diesmal habe ich mal gehostet, mein erster Hostversuch. Und ich habe an einem Rennen einfach, ohne es ihm zu sagen, gespiegelt. Da glaube ich Red Rock Rich, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, das hat ihn kurzzeitig verwirrt. Ja. Wie war das Passwort nochmal? I81. 481. Hä, bin ich blöd oder? Vier, die I81. 8 und die 1. 4. 481 auch. Ich habe I81 verstanden, warum auch Nee, sind immer Zahlen. Immer drei Zahlen. Ja, Hier ist I die ist auch 14. eine komplexe Zahl. Ich habe übrigens dank Ravage jetzt die Möglichkeiten, auch so Spiele zu hosten, wo man eine IP braucht, weil jetzt kannst du seit neuestem, wenn ich was hoste, mit MrStevie.gr joinen. So, achso, mein Afterburner fehlt noch, fuck. Wobei der Definition nach ja eigentlich nicht komplex, sondern imaginär, weil komplex ist ja, wenn man auch einen Realteil hat. Naja, der ist ja auch da, ist halt null. Ja, gut, ja. Tja. Ruckelt mein Menü nicht. Cool. Aber demnach sind ja alles komplexe Zahlen, dann ist halt der Imaginärteil 0. Ja, genau. Das eine Hast ist du der Teil eigentlich auf Dinge vom die. anderen. Dennis, hast du eigentlich auf die neueste Digi Voodoo geupdatet? Ja, und ich habe Latenzmodus Ultra mal ausprobiert bei Nvidia. Das habe Ach, ich ich jetzt habe nicht immer noch kein umgeändert. DG Voodoo bei NFS6. Ja, ist jetzt die 274 draußen. Aber So, also eins, dann also ich sind wohl merke schon mal alle da, eine nehme ich Sache, aber mal ich an. weiß nicht, ob das Zufall ist. Aber mein Fahrzeug aus dem Menü ruckelt nicht. Da geht bestimmt alles andere schief. Ja, das wird mich nicht mehr wundern. Ich meine, ich muss ja das Stream Deck ausstöpseln, das triggert mich. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ravage nimmt den Elise. Dann Stevie. Dann Tomatensalat. Dann mache ich das in Dass ich mal jetzt Schwarz. Vorvorletzter darf hier. Und dann. Ja, dann Kirsche natürlich. So. Dann starte das Rennen. Zack an Demon vorbei. Ich habe einen Geheimtrick für den Elise gefunden. Was ein Geheimtrick Ja. benötigt. Ja. Ich glaube, auf der Strecke, also mit dem Auto mache ich euch völlig fertig. Meinst du? Ja. Du machst mich sowieso fertig, Mal also. gucken, wie schnell ich an Demon vorbei Und zack war. an Stevie vorbei. Und Ja, ich zack hab an euch zu beiden früh den vorbei. Ja gut, vierten das ist bei mir aber geschaltet. kein Geheimnis. HP2 liegt mir halt einfach nicht. Egal, mit welchem Eingabegerät. Gott, zu früh im vierten, das war Ja mein gut, ich kann Problem. NFS4 auch besser. Alter, ich hab ein Auto in meiner Fresse gehabt. Ich hätte fast einen Unfall gebaut. Ravage wehrt sich. Ich glaube, er benutzt den gleichen Geheimtrick. Was auch immer der Geheimtrick ist, Das würde manuell mich auch fahren? mal interessieren, Nee, das ja. ist genau das Gegenteil. Ich fahre Automatik. Ja, ich doch auch. Ja, bei dir ist es dann was anderes. Aber ich wette, Demon fährt manuell. Jo. Und wo du zum Beispiel gerade sagtest, du hast den vierten zu früh reingemacht, Ja. vergiss es, ich bin die ganze Zeit im fünften. Das hätte ich dir nicht sagen sollen, das wollte ich dir nachher wenn sagen. Du spielst. Wenn er jetzt gleich an dir vorbeizieht, ne? Ah, du. Aber davon ziehen tust du mir auch nicht. Kann jetzt nicht gucken, wo du bist. Direkt an deinem Hack. Sicher? Jo. Er ist wahrscheinlich inzwischen auch im fünften angekommen. Wie zieht denn an mir vorbei? Ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Die Wand wird meine sein, Wackler.
Leider sieht man nicht, wenn man da hinten guckt, welcher Name hinter mir ist. Hast du die Wand gerannt? Nee, hast du nicht. Nee, war aber das war ein bisschen knapp. Ein bisschen unnötig knapp. Ja, für Netcode war das Wand. Ach, das ist Mutete. Ja. Aber heute steckst du nicht gut in NFS 4. Ja, genau. NFS 6. Mhm, wir fahren nicht fast mit 4. Nee, ach, das kann nicht sein. Das wäre andere Physik. Ja. Warum ich mich, ich sag mal nicht, was ich anders hab in HP2, eigentlich weiß man's. Der okay, Controller. Dann war doch fast schneller. Das ist richtig. Und ist kein eingestöpseltes Deck. Okay, daran liegt's nicht. Das hat sich nicht ja doch noch gestern, oder was? Ich glaub's nicht. Oh, war unten echt schneller, ich glaube. Da war ja noch ein. Unten rum ist schneller, ja. Ja, genau, ist nur ein Sprintrennen. Ah, oh. Ich hab 5 Runden. Nee, da ist nur eine Möglichkeit. Ah, nee, hab ich doch offen. Ich dachte, ich hätte Elsack heute nicht auf. Puh. Glücklich, du bist Zweiter. Würde ich mit dem Deck ja auch anders lösen können, aber naja. Ja, da war Stevie doch diesmal besser als ich. Das ändert sich noch. Oh, Ravage, wo hast du denn? Ich habe einen Crash gehabt. Als du mich überholt hast, war ich überrascht, dann bin ich reingecrasht. Aber ich bin mal wieder, glaube ich, wie üblich der Langsamste gewesen, obwohl ich Dritter war, ne? Naja, rein definitionsgemäß war du der Dritte. Nee, doch nicht. Und der Drittschnellste. Wir waren beide gleich schnell. Die anderen haben aber irgendwie hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit besser gehabt. Wobei ich nie verstanden habe, wie die berechnet so wird. Ja, wer blickt denn da bitte durch? Wir fahren heute mal in der Farbe. Orange nehme ich immer, heute nicht was anders. Was für Auto? Diablo. Ja, Diablo. Okay. Kannst du wählen, Ravage. Jetzt hat man sich gewöhnt, jetzt fährt man sie nochmal vorwärts, aber... Gespiegelt. Ist doch fast dasselbe. So. Beste, ne? Wir starten zweimal mit Scenic Drive und enden zweimal mit Palm City Island. Ja. Zwischendurch kommt noch zweimal Calypso, aber nicht nacheinander. Ja, das Ding steuert sich halt anders als die lahme Krücke namens Elise. Das ist schon ein bisschen schneller, ja. Bei lahme Krücke, also fahren wir mit der Elise gegen der Rennpappe. Ja gut, das ist glaube ich kein fairer Vergleich, ja. Ich hab was verhunzt. Ja. Ich bin die Abkürzung falsch reingefahren, die zweite. Oh, das hat's. Leben. Das hat's mir dann jetzt komplett gerissen. Ah, jetzt gibt's da über. Mann. Vielleicht muss ich jetzt von Pierre Scharf das mal erlassen. Also das hat's jetzt bei mir gerissen. Ja, besonders weil die Strecke nicht gerade lang ist. Ja. Ich weiß aber auch nicht, warum ich so brain AFK war. Oh Mann! Aber ich hab das noch in der Aufnahme nicht erwähnt, ne? Ich hasse Wendung.org. Wieso diesmal? Weißt es noch, nur in der Aufnahme hab ich noch nicht erwähnt, wegen Fall Winds. Neue Texturen, du könntest nicht zu ja, nichts fahren. Ach ja, ich kann nicht rein, ja. Ich kann verrückt werden, warum fahr ich Kurven immer zu weit in? Warst du da eigentlich gerade im fünften Gang? Weil du bist ganz schnell näher gekommen. Ich war im vierten und dachte, das ist ein weiterer Grundproblem gewesen. Warum habe ich denn die scheiß Abkürzung jetzt wieder vor uns hier? Ach Mensch, Macht so viel Scheiße, du. Karre rutscht aber nicht, nicht schlecht,
Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt. Da kriegt mich Ravage leider noch, befürchte ich. Das ist ärgerlich. So, jetzt bitte nicht die Wand. Oh, Schwein gehabt. Kommt da so ein Dreierpack angeflogen? Ja. Du hast gewonnen! Ich hatte euch gesehen, ja. Ich war genauso schnell wie Ravage, wenn ich das so richtig sehe. Ach, ich hätte viel dichter an Kirsche sein können, hätte ich nicht so viele Fehler wieder eingebaut. Grrr, zum Kotzen. Kirsche ist wirklich gut gefahren. Ja, warte mal, lag ihm das Spiel nicht so? Doch, du mir lag das doch sehr gut. Das ist Kirsches Spiel schlechthin. Nee, ja, aber ich hätte mit ihm mithalten können, hätte ich nicht übrigens, freut euch, wir dürfen jetzt, wie ihr es so gerne nennt, die totale Scheiße fahren. Die fährt sich auf der Strecke auch totale Scheiße, das habe ich schon festgestellt. Oh Gott, also da... Boah. Ich habe das Auto ist auch total Scheiße. Ich nenne es ja, aber, jetzt nur noch die nicht so totale Scheiße. Aber auf Island Outskirts rückwärts besonders, das geht ja gar nicht. Ja, dafür passt es gar nicht gut, ja. Alter, was ist denn das? Ich glaube sogar 6 Runden, ne? Ja. Yep. Da fliegt man eh schon so gerne ab auf der Strecke. Egal in welche Richtung. Der Waage, du darfst zuerst, weißt du ja. Den Ford, ja. Ich hoffe, ihr habt alle den richtigen Skin genommen. Ja, mit richtig, ich nehme den roten, den meinst du, oder? Haben sie alle? Hallo? Nope. Also ich sehe jetzt zwei, die schon mal den richtigen Skin haben. Ich hänge ihm synchronisiert. Nicht, der den falschen hat. Ach, ich kack auch. Da wieder einer ab hier. Ich hänge ihm synchronisiert noch fest. Ja, okay. Ich sehe den Bildschirm in der Startaufstellung. Ich nicht, ich sehe synchronisiert. Server hat Rennstart bestimmt. Dann irgendeiner ist gecrashed. Die Frage ist, bei wem? Also bei mir ist es nicht gecrashed. Sie, oh, es geht doch Server verlassen. Stevie. Wieso ist denn bei mir jetzt gecrashed? Abbrechen und neu machen. Lass mal andere Farben nehmen. Oh, ich habe auch einen Exception-Error bekommen. Ja, das ist das Problem dann, ja. Lass mal andere Farben nehmen. Daran kann es aber nicht liegen. Doch, daran kann es liegen. Wir hatten aber das doch schon mal mit dem Vollfeld so gehabt. Mit dem was? Achso, ja, mit dem vollen Feld. Ja, aber irgendwie die totale Scheiße ist das Problem. Aber es ging Farbe. Auch schon mal, also so ist es. Ja, es geht halt nur doch häufig, ja, aber nicht immer. Aber nicht immer, wie es aussieht. Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Ah ne, falsch. Erst hierhin, dann dahin. Dann muss ich erst mal kurz die Todeszone einstellen. Echt? Musst du die jedes Mal neu machen? Ja, das speichert das Spiel leider nicht. Hast du mal, ich meine, das speichert nur, wenn du im Optionenmenü auf Profil aktualisieren klickst. Nicht die Todeszone. Doch, die speichert da bei mir auch. Nein, bei mir nicht. Hast du mal probiert mit dem auf Profil aktualisieren klicken? Mehrere Male schon. Deswegen weiß ich das ja. Glaub mal. Ich habe alles schon versucht, also vieles. Also wer den totale Scheiße-Dings hat, nicht auswendet, eine andere Farbe. Ja gut, ich weiß nicht, hast du Ravage schon ausgewählt? Jo. Ja, gerade eben. Ja, da warst du gerade erst am Laden noch wahrscheinlich. Das ist aber echt totale Scheiße, dass wir jetzt den totale Scheiße-Skin nicht benutzen können. Ja, keine Ahnung, wer hat denn jetzt gewechselt alles? Ja, jetzt haben wir alle gewechselt. Vielleicht muss man da mal nochmal drüber looken oder so, I don't know. Okay. Ja, es darf wahrscheinlich doch nicht in der LKW-Form sein. Dann wird wahrscheinlich der Speicher verlaufen. Wenn ich das richtig sehe, hat Ravage gerade Scheiße. Nee, Ravage hat den Skin nicht. Na, hier war nee, ich hab irgendein Alter! Wieso hab ich mich denn jetzt hier gedreht? Weil du totale Scheiße fährst. Mit der also, das ist Neues. Also dann fahre ich mal keine totale Scheiße. Ja, es war jetzt mal gefahren, tatsächlich auf dieses total befahrene Auto bezogen. Weil das fährt sich auf der Strecke wirklich total scheiße. Also, das fährt sich überall total scheiße. Hier halt besonders schmerzhaft. Ja, aber hier ist es echt übel. Holy moly.
Kannst du ja mal vorzuschreiben. Was habt ihr da für ein Fahrzeug entwickelt? Hör mal auf zu driften. Jetzt habe ich Ravage ganz weit vorne lassen. Alter, die Karre driftet aber auch nicht von schlechten Eltern. Jaja, der hat einen riesen Drift eben eingelegt. Eigentlich ist der Wagen nicht schlecht, der ist bloß eine Tonne zu schwer. Ja. Eine Tonne zu schwer, ja. Wenn da eine Tonne weg ist, ist er wahrscheinlich auf Lotus Elise Niveau. Da muss er aber auch oft in diese Klasse rein. Man muss allerdings dazu sagen, dass es andere Autos, die genauso schwer sind, schaffen, trotzdem besser zu fahren als diese komische. Ja, Probe. Die waren dann wahrscheinlich teurer. Oh, das sieht geil aus für Thumbnail. Damit hat er wohl einen Thumbnail gefunden. Ja, der Ravage hat einen Fahrfehler gemacht und der ist so schräg an mir vorbeigefahren. Sah cool aus. Alter, die driftet aber echt nicht ohne. Muss noch ein bisschen einlecken und drift. Alter, wie viel Drift willst du in HP 2 haben? Ja. Ich weiß nicht warum, aber dann antwortet man das dann, ne? Da möchte meine NFS 4 Driftreifen aber nochmal ein Wort mit sich jetzt so abmelden. Das ist aber auch kein Vergleich. Also. Hatte richtig Probleme. Hatte ich da schon auf Lenkrad oder bin ich da schon auf Controller gewesen bei der Drift Viper? Nee, da hatte ich noch Lenkrad, glaube ich, ne? Need for Speed 4 hast du bei uns, glaube ich, noch. Doch, einmal, bis jetzt einmal. Ich meine, das war letzte Woche und ich glaube, nee, da war die Viper nicht, ne? Nee, das war letztes Mal. Wieso schaffst du? Du hast den Berg letztes. Ach, wie war's das? Ach nein, es kommt gleich der Random Jump Berg. Ach, ich hab vergessen. Ja, es kommt der Random Jump Bear. Ach, ich hab vergessen, die Handbremse, glaube ich, zu drücken. Das war, glaube ich, das. Und Problem. Hallo! Wuhuhui! Ja, so random ist der gar nicht. Der ist nicht random. Naja, doch. Wie oft dich du manchmal einfach mal gegen die. Kommt drauf an, wo du da drüber fährst. Darauf kommst du an. Am besten quer über den Rasen fahren. Ja, das habe ich mal versucht und bin kläglich gescheitert. Ja, aber das ist dann die sicherste Stelle. Ja, da musst du aber auch perfekt die Points richtig treffen dafür. Ja. Perfekt musst du sie nicht treffen. Darfst halt nicht zu schnell fahren, musst schon bremsen vorher. Ach echt? Ja. Ich dachte, ich fahre damit Vollgas lang. Kannst du auch machen, dann ist er auch sehr reproduzierbar, du fliegst garantiert ab. Das geht, wirklich? Das geht mit der Karre mit Vollgas, aber du musst halt die Handbremse kurz benutzen. Ja, okay, das aber kann das ist technisch gesehen Vollgas, doch, aber ich musste ja die Tasten alle neu einrichten. Ich weiß, dass ich Handbremse drin habe. Und das habe ich in der ersten Runde irgendwie nicht gemacht. Warum auch immer. Aber wir haben noch ein paar Runden, um das anders zu machen. Zum Glück. 6 Runden. Kommt Freude dabei auf. Gerade bei der scheiß Strecke hier, mit dem scheiß Auto. Die Strecke an die der Strecke, Strecke liegt selber Ordnung, nicht. Aber das also so schlimm ist die Island Outskirts jetzt nicht. Naja, gibt schon mehrere Stellen, wo man gut abfliegen kann. Ja, okay. Und das wird die es gibt einfachere nicht. Strecken als die. Ja, die trotzdem am schlimmsten ist es halt mit der Karre wirklich. Aber jetzt haben wir jetzt nette Static-X-Musik. Das ist richtig. Ich habe heute sogar auch schon das Radio einmal angehabt für den Need for Speed 4 Host. Oh, okay. Kamen auch schon neue Songs? Ich habe die Liste nicht ganz im Kopf, was da so alles neue ist. Aber es kann sein. Das ganze Static X, das hast du aber jetzt neu hinzugefügt, oder? Static X nee, war schon die vorher waren drin. Schon drin, ja. Static X war vorher schon. Ach, Gottes Willen. Ich treffe nicht die richtige Stelle für das Vollgas-Dingsi. Vollgas-Dingsi? Ja, bei dem Jump. Ja. Ich treffe die Stelle gerade nicht. Ich traue den einfach grundsätzlich nicht. Ich schaff's einfach nicht.
sollte ich die vielleicht doch ein bisschen konservativer fahren, wenn ich die Treffer gerade nicht, die Stelle gerade nicht treffe. Ich bremse wirklich davor sogar einfach ab. Oh Gott, ey, dann fahren wir halt geradeaus weiter. Das Auto will da definitiv nicht rum, habe ich festgestellt. Ja, das Auto will generell nicht so gerne in Kurven. Nee, das ist irgendwie so ein Phänomen. Es driftet gerne um die Kurven auch. Nee, aber ich habe die Liste nicht im Kopf. Es kann sein, dass ich vielleicht schon neue Lieder hatte, weil ich meine Lieder gehört habe, die ich nicht kannte. Aber man muss aber auch dazu sagen, dass ich zuvor das Radio fast ja immer nur am Sonntag gehört habe. Ja, ja, klar. Da kann ich dass ich da noch nicht vielleicht alle Lieder mal kannte, ist halt klar, ne? Ja, klar. Das hat sich jetzt nur durch IPL natürlich verändert. Na, das war sogar mal so. Aber ich habe leider für das kommende Need for Speed 4 Video, was aber erst in 5, 6, 7 Tagen kommt, leider was verkackt. Ich habe vergessen, das ist aber mir im Nachhinein erst aufgefallen, die Audiospur hochzuschrauben. Das macht Sinn, Auto. Das Video ist leider leider auf der Lautstärke, als wäre ich in einem Voice-Channel oder so. Ja, ist dann irgendwas jetzt viel zu laut oder leise, oder ist einfach nur insgesamt leise? Es wäre an sich die Lautstärke so, dass man die Leute im Discord oder Teamspeak perfekt hören könnte. Also es ist zu leise. Ja, aber der Hörer, der Angucker, ein bisschen lauter reden und fertig. Ja, normalerweise würde ich da dran denken, aber ich hab's leider verkackt. Ich hatte jetzt keinen Bock, das Video das zweite Mal nochmal zu entwickeln. Deswegen würde ich auch nicht neu machen. Nee, nicht mit YouTubes Verarbeitungszeiten, ne. Naja, würde ich auch nicht machen. Also müssen die Leute mit dem Video, was wie gesagt erst in 5-6 Tagen kommt, leider auf eine etwas leisere Qualität mitleben. Eine etwas leisere Qualität? Okay. Ja, es gibt lautere Punktu Qualität und leisere Qualität. Nein, ja, in puncto Audio schon. Audioqualität kann man, wird ja auch als Qualität bezeichnet. Also ich habe jetzt nur weil ich das Wort Audio nicht erwähnt habe, wollte ich darauf jetzt... Ja, es gibt normalerweise bessere Qualität und schlechtere Qualität, aber es gibt keine lautere und leisere oder... Klugscheißer, besser, grünere besser, oder bläuere. Ja. Blabberkopf, Ja, Jump macht mich heute. Hier noch weitere. Was soll ich machen? Auch hier weitere Definitionen in diese Richtung. Danke. Da kommt hier jemand. Wer ist das? Da nur Kirche sehen. Irgendwer hat sich da so langsam angeschlichen. Ja, das ist so völlig unerwartet sogar. What the fuck? Du hast halt zu wenig in den Rückspiegel geguckt. Ja, auf einmal hat sich der Rückspiegel mit dem Auto gefüllt. Das hat mich sehr verwirrt jetzt. Ja, mich auch. Ja, in diesem Backup-Stick hat abgeflogen, weil sowas Blaues von hier oben getummelt ist. Ich wundere mich eher, was ist hier passiert? Ich habe bei der einen Stelle da eben, da bin ich volle Kanne gegen die Wand. Also frontal. Frag mich ja gerade, liegt es am Controller oder am Lenkrad, dass ich nicht letzter bin? Am Controller. Da fahre ich gegen... Ach, scheiße. Aber beim Need for Speed 4 Host gestern war ich ja anscheinend gut unterwegs gewesen. Ja, das hat mir im Nachhinein Dörwetsch gesagt. Ihr habt nach HP2 noch Need for Speed 4 gemacht. Das ja, und der hat mir Screenshots von dem Ranking gezeigt und hab da anscheinend echt gute Zeiten gefahren. Ja, du hast da wohl auch einen Rekord gebrochen oder so. Ja, und das ist halt, also das war richtig crazy irgendwie. Ich bin jetzt auch 1,31 mit dem, also Rundenzeit mit dem Idle-Design auf Easy Winter da gefahren. Das hat mich echt überrascht, ich habe mit den EA Outlaws-Leuten mitgehalten. Das hat mich jetzt echt irritiert gestern. Das sind nämlich nicht fast die 4 Pros eigentlich, also... Ja. Heute, als wir es heute gehostet hatten, waren nur Ravage und ich. Ja. War ja zum Mittag, da spielt ja keiner. War mein erster Host über den Client, es war keiner da. Ja, war zu früh. Hast zu früh gehostet. Ravage schlug so vor, lass mal eine Stunde was hosten, das machst du. Dieser Jump, ne, der macht mich... Ich weiß, ich hab da kein Glück gerade.
Ich meine, ich kann ja jetzt so gut wie alle Spieler hosten. Der tötet mich auf der Jump hier gerade. Dank den Ports. Und dank Ravage brauche ich jetzt keinen mehr meine 10 Milliarden Zahlenkombination zu geben. Wie manche Spiele. Das ist doch scheiße. Der Jump, der... Nee, du fährst keine krasse Scheiße, sondern der totale Scheiße. Krasse Scheiße. Ja, der KS50, nicht mehr der CS50. Das Auto ist so langsam, dass kann ich es mir sogar trauen, hier problemlos um die linke Seite zu fahren. Weil normalerweise mag ich es rechts lieber, aber mit dem Auto, der ist ja so langsam, da brauchst du ja nicht mal bremsen. Nee, genau, da kommst du eigentlich rum. Ich bremse wirklich bei diesem Jump immer, vor dem Startziel, immer ab. Ja, das brauche ich, musst du oft mal nicht, wäre es auch nicht gewusst, aber ich mach's auf jeden Fall auch. Ach, jetzt habe ich doch nicht dran gedacht, diese Scheiß... Ich traue mich nicht, dass er uns nicht ab, weißt du. Was zu fixen? Ja, dass der mit die Handbremse anzeigt. Die mysteriöse Handbremse. Ich hab da doch nicht dran gedacht, verdammt. Keiner will wissen, wann er die Handbremse nutzt. Nee. Ach. Doch nicht dran gedacht, verdammt. Bei mir gibt's ja keinen Wheeler mehr, also. Was? Warum ist kein Wheeler mehr? Ach so, wegen dem. Ja, könntest du trotzdem einen benutzen. Du kannst auf den Controller nehmen. Kannst du beim Controller einen Wheeler aufnehmen. Karre, drifte mir nicht zu viel, danke. Eins vermisse ich immer irgendwie, auch wenn man es mal ausschüttet. Aber HP2 hatte auf meinem Lenkrad ein bisschen Vibration. Okay. Controller nicht. Das war Feedback komplett ausgeschaltet. Da habe ich auf dem Controller auch nicht mehr. Weil ja, da musst du selber wackeln. Auf dem Lenkrad nur Vibrationsfeedback zu haben, das ist ein bisschen flau, EA. Ja, hätte ich, also wie gesagt, hatte ich ja. Aber auf dem Controller gibt es sowas gar nicht. Ja. Beim Lenkrad erwarte ich mehr Force Feedback als nur Vibration, aber. Ja, sag das EA! Wieso kriege ich diesen Jump nicht? Die letzte Runde. Ich flieg da immer zu hart ab. Nein! Ah, scheiße, was hab ich nur ignoriert, die Stelle. Bei wem habe ich eigentlich das Nein das zweite Mal gehört? Er hat Nein gesagt und bei irgendjemand kam das auch noch mit. Ich habe kein Echo gehört. Mann, anscheinend hätte ich die Übungsfahrt aufnehmen müssen. Die war anscheinend gut getroffen, die Stelle bei dem Jump, weil ich krieg sie wieder hin. Schon das dritte Mal gecrashed hier, was ist denn das? Wie lange hattet ihr eigentlich das gestern noch HP2 gespielt? Weiß nicht, recht lange, glaube ich. Ist was? Halb 1 oder so, danach haben wir noch NFS4 gespielt. Ja, mir war nach dem gestrigen. Ach, come on, ey. Die Lust vergangen. Ja, vergeht's mir auch gleich irgendwie. Letzter nicht? Nee, weil ich hier ständig. Die Frage ist, wo genau crasht du denn? Wieso macht das Spiel bei mir da auch so einen Müll hier? Ich war vorhin hier in so einer Leitplank und hab mich auch erstmal gedreht. Ey, das ist so unglaublich. Da macht Kirsche den Jump kaputt und bei mir passiert da auch so ein Kack. Ja, ich wundere mich. Ich flieg da voll Lappen immer noch vor dir an. Da müsst du auch irgendwas ganz schön balbert haben. Das ist genau die gleiche Scheiße wie bei dir. Dass ich Letzter bin, das erwarte ich bei den Tropen gar nicht anders. Also, was die ist Tropen liegen dir nicht so? Nee, weißt du doch, bei den Tropen. Aber ich habe aber auch Probleme eigentlich bei den Tropen. Ja, bei den Tropen bin ich eigentlich immer Letzter. Bei einem der HP2-Host, es lief die ganze Zeit gut, dann kamen die Tropen. Und dann war Ende. Oder der Demon kam. Ja, das ist. Nein, Kirsche, du lachst. Aber das ist kein Joke. Ravage hostet was, ich bin dabei, es läuft. Dennis kommt, es geht alles schief. Na, wenn da irgendwelche Dämonen auftauchen, dann ist das gute Karma schnell weg. Ich weiß, das ist mir aber schon sowohl bei Need for Speed 4 als bei HP2 aufgefallen. Es läuft die ganze Zeit gut. Dennis joint auf dem Server, fährt mit, ich bin Letzter.
Ja gut, bei NFS4 ist es aber auch häufig so gewesen. Dadurch, dass ich anwesend war, hattest du die Möglichkeit erhalten, besser als Lord oder Deepstar zu sein. Ja, aber darum ging es nicht. Es geht nicht darum, dass Dennis fast die ganze Zeit Erster war. Auto. Wir hatten es auch schon gehabt bei einem leicht volleren Feld, dass ich so im Mittelbereich mitgespielt habe. Dennis joint. Ich das war nicht mehr im Mittelfeld, ich war hinten. Ja, darum ging's. Oh, da war der Jump endlich mal gut und dann berührt er leicht die Wand und wieder voll zum Kotzen. Ich wette, so ein Auto kann man bei eBay für 10 Euro kaufen. So schlecht wie das fährt. Das wäre überbezahlt für die Scheißkarre. Da muss man Geld kriegen dafür, dass man die nimmt. Ja, die 10 Euro sind für den Versand. Also die kostet der Versand 1000 Euro und ja, du kriegst was drauf, also musst du noch den Schmerzensgeld braucht man dafür. Dreckding, ey. Mann. Bald schlimmer als. Oh ja, jetzt dreht sich das schon wieder. Was ist denn hier los? Da fahre ich ja fast das HSV-Coupé lieber als diese Gurke hier. Gott. Yeah, das haben wir diesmal nicht. Das war ja überhaupt nicht fahrbar auf dieser Strecke. Drecksdinge. Meine Güte, ey. Ich traue diesen Jump einfach im Leben nicht. Der ist bei mir in 6 von 6 Runden nicht geglückt. Ich habe ab der zweiten Runde immer gebremst davor. Ja, ich habe mich gefragt, wie viel soll ich noch bremsen? Weil den Punkt, den ich da jedes Mal erwischt habe, der war ja mal katastrophal, immer abgeflogen. Ja gut, das Rennen war jetzt so verhauen, wie man es nur irgendwie verhauen kann. Noch ey, wenn wir schon die Möglichkeit haben, noch so. Mehr verhauen. Nein, aber weil wir, seit ich ja jetzt endlich weiß, wo der Chat ist. Beim ersten Host wusste ich das nicht. Da schreibt mir so ein Ravage so in-game im Chat. Du kannst auch hier mit mir schreiben. Wann wusste ich von der Taste? Ach ja, als der Host vorbei war. Oh, das war ja was. Du bist Erster. So, jetzt fahren wir den CLK. Ja, das ist auch eine gute Sache. Auf Calypso Coast. Ja, ist aber auch eine große Umstellung. Aber nur zwei Runden. Ja, ja, Calypso Coast fällt halt immer nur zwei Runden, aus irgendwelchen Gründen. Ja, stimmt, der BMW M5 später auf Calypso auch nur zwei Runden. Ja. Wir dürfen das Ding nur zwei Runden kennenlernen. So. Wir fahren den in der Farbe. Ja, klickst jetzt auf Wagen fehlen? Danke. Ich habe kein ruckelndes Menü. Wie habe ich das denn geschafft? Keine Ahnung. Hm, stimmt, und bisher geht das. Das hatte ich doch vorher immer, Schutz. Weißt du ja. Ja, ich weiß. Ob das auch mit dem Update was gemacht hat? Update wovon? Der hat einige. Dicke Voodoo. Achso. Der hat doch einige Bugfixes doch gemacht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß doch noch nicht mal, wo das Problem bei dir überhaupt herkam. Achso, scheiße. Ich frag mich, wann du starten möchtest. Ja, wollte ich eigentlich kurz nach dem Ach du Scheiße. Ja. Wie, das ist nicht das letzte Rennen. Ja, richtig. Und? Ich fahr doch auch nicht, ich denke. Ich fahr so ein gelb-grün-whatever-Ding. Ja, ist die Frage, wessen Skinpack du hast. Aus meiner Sicht fährst du pink. Dennis, ja, welche Farbe fahr ich für dich? Wahrscheinlich so ein gelb-grün. Weiß nicht, du bist irgendwo hinter mir und ich muss gerade die Kurven fahren. Aua. Aber ich hab auch kein Pink drin, also keine Sorge. Wow. Also du hast nicht Kirsches Pack, oder? Ich hab irgendwo mal das Pack, was im Discord runterzuladen war. Er hat das Modifizierte von Kirsche. Also, ich hab Kirsches und es. Da müsste aber auch Pink bei sein. Ja, ja. Pink müsste auf jeden Fall dabei sein. Ja, Pink an sich ist dabei, aber nicht
Ich habe nicht Pink ausgewählt. Auf dem anderen Slot halt. Ich musste deine angepasste Modifizierte haben, bestimmt wegen den Flammen oder I don't know. Ja, ja, du hast das mit den Flammen, deswegen ist das auf einem anderen Slot bei dir. Ja, irgendwann müssen wir das bei uns alle normieren. Ja, hatten wir gestern schon überlegt, wir müssten das für nächste Saison mal aufräumen. Ja, das hatten wir doch schon mal gehabt, irgendwann, Kirche, wo du mich darauf angesprochen hast. Das hatten wir doch, aber ich hatte zwei per Wolfs gehabt, glaube ich. Ich fahr behindert heute. Glaube ich, war das nicht so, Kirche? Naja, wir hatten das irgendwann mal getestet, dass es verschiedene sind. Letzte Runde. Irgendein HP2 Host, wo wir dann im Teamspeak oder so. Ich glaube, das war ein IP-Launch, also nicht vor, nicht der letzte TRR, sondern irgendein IP-Launch. Naja, ich meine ja auch einen Host, nicht einen Renntag. Achso, ja, ja, okay. Auch wenn ein Renntag gehostet wird, ja, das will ich so sagen. Aber ich betitel jetzt die IP-Launch-Sachen nicht als Renntag. Aber auch die Renntage sind Toast. Ja, aber ich trenne das in der Aussage schon. Gegen Kirsch hast du keine Schnitte, das geht echt nicht. 1 Fehler und der ist sowieso weg. Ja, nachdem du letztes Mal du so viel gewonnen hast, dachte ich, ich muss mich mal konzentrieren. Ja, dafür konzentriere ich mich einen Scheiß heute, oder was? Weil so ist es nämlich heute. Dann aber, du fährst aber nicht nochmal die totale Scheiße. Ich weiß nicht, was du hast. Aber dafür fahre ich es jetzt. Ich habe mich da total an Scheiße angepasst. Aber ich bin irgendwie letztes. Schade. Aber ich sehe noch Punkte auf der Map, das wird schön. Wir fahren ja auch keine Tropen. Die Nicht-Tropen, die kann ich ja einigermaßen. Die Nicht-Tropen, gut gesagt. Ich kann hier sogar fast mit Ravage mithalten. Eieieiei. Mikrofon muted. Du machst aber relativ früh so weit vorne. Mikrofon activated. Ich kann den Anfang gar nicht mehr genau. Der Sieg gehört dir. Halbe Zehntel fehlt mir auf dich. Ja, unangenehm wenig. Halbe Sekunde meine ich. Genau, aber trotzdem unangenehm wenig. Jetzt aber Stevie ist fast genauso gut wie ich und mal wieder genauso schnell. Ja, stimmt, das ist wirklich eine Zehntel nur. Ach, das Ding, okay. Wir fahren jetzt den Z8. Von Z8, naja. Okay. Das war die kalte Map, ne? Ja. Bei uns jedenfalls. Ich glaube, Stevie, so langsam muss ich dir bezüglich der Sache mit der Dreiklassengesellschaft recht geben. Meinst du? Ja, weil Ravage fährt wirklich zwischen unseren Skills. Z8 war das, ne? Ja, dann fahre ich die natürlich in weiß. Ich nehme mal die müsste man eigentlich auf weiß umstellen, aber jetzt kann ich nicht mehr, glaube ich, oder? Doch, kannst du. Wagen wählen und umändern. Warte. Ich fahre den ständig in weiß, jetzt nehme ich mal rot. Ja, weil wir haben Schnee, deswegen passt das. Ach so, ihr wollt euch tarnen, okay. Hast du daran hast du gedacht, ja. Hast du gemacht? Die Thematik hatten wir gestern auch schon. Ja. Gut. Ja, es ist eher so gräulich geworden, aber das sollte weiß trotzdem sein. Wenn die Bullen im Most Wanted die Farben betiteln, das ist auch immer interessant. Ja, weil, wenn sie weiß sind, sagen sie gerne bei Silber. Bei der Legion of Porsche ist sie auch angeblich blau. Also, wundert man sich nicht. Da fährt ein Dennis an mir vorbei. Das wusste ich nur, ohne auf den Namen zu gucken und das nur wegen der Farbe. Ja. Wo
Wobei, irgendwann bin ich auch mal mit dem SLR McLaren in Carbon gefahren, in Silber, und dann meinten die Bullen, ich hätte den roten, also. Oh, das ist sehr... Oder meint er vielleicht ein KI-Gegner damit? Nee, das war ja nach dem Rennen, also als ich schon freie Fahrt war. Achso. Das ist merkwürdig. Das Rennen waren wir doch gestern auch bei Raywatch gefahren hier. Ja. Fällt mir gerade mal so auf. Nein, warum muss ich die Wand hier berühren? Fuck. Die Wand hat's jetzt bestimmt gerissen. Hi. Hi. Ich hab mich lang gehalten und dann muss ich in der Abkürzung die Wand ran. War ja auch das gleiche Auto, mit Raywatch gestern. Ja. Ach so. Ernsthaft? Ja, ist ein... Alter! Rennen mit Raywatch von gestern. Ja, von Raywatch Host. Von und mit Raywatch. Habt ihr irgendwann, ist so eingestellt, dass ihr die Rennen, nee, in der Abtag gibt halt? Nee, das war Zufall. Dürfte purer Zufall gewesen sein, aber alles stimmt. Das Auto, die Fahrtrichtung, die Strecke. Nur die Rundzahl nicht. Jo, genau. Ja gut, weil dann machen wir bei IP Launcher nie was anderes als 2. IPL fährt mit 2, ja. Außer bei 3 oder 4 wird mal gesagt, bitte mal auf 4 Runden stellen. Naja. Ja, bei IP Launch macht es halt Sinn, weniger Runden zu haben. Weil IP Launch ist ein ganz anderes System, da ist es ja ein Public Host und Open End, eine Menge an Rennen statt festgelegt. Es war heute knappe Stunde bei 4. Ja, so ungefähr eine Stunde ist ja auch die übliche Zeit, die so bei... anderthalb Stunden meistens. Ich hab heute übrigens ernsthaft am Hometown heute gefahren. Rückwärts, gespiegelt, Wetter und Nacht. Wollte ich übrigens, das hatte ich dir gar nicht gesagt, bei Empire City wollte ich Wetter angeschalten haben. Ich habe zwar Nacht eingeschalten, aber vergessen, das Wetter auf anzumachen. Nee. Eigentlich sollte für Empire City schon Regen gewesen sein, also Wetter. Hatte ich aber vercheckt. Okay, das können wir nicht wohl aus irgendeinem Grund. Du hast 8 Runden. Ja, ich musste resetten in der ersten Runde. Du musst auch nochmal resetten, der Fairness halber. Ja. Dass ich das nicht durch Skill gewonnen habe, habe ich schon fast vermutet. Nein, das ist ja... Ich hätte ja auch vermeiden können zu crashen. Ja. Wäre aber spannender, wenn ich mal gegen dich gewinnen würde, ohne dass du einen Fehler drin hast. Ja, aber puh, also wenn beide es schaffen, x Runden lang fehlerfrei zu fahren, das wird selten. Aber auch das kann man eigentlich als Skill bezeichnen, weil du hattest ja den Skill, den Fehler, den Crash nicht zu machen. Genau. Ja gut, wenn man es so sieht. Dann hast du natürlich recht, ja. Hirsche fährt hier irgendwie besser, der kommt mir ganz schön nah. Oh, das ist ein neuer Song. Ich achte nicht auf den Player mit Absicht gerade nicht. Das ist Elidians Hightech Terror. So schnell wie cooler auch Song. Das Schlagzeug da gehauen wird, wundert's mich nicht. Was wundert dich nicht? Ich denke mir so, okay. Auf was für Drogen steckst du mit, dass du so schnell machen kannst? Na, ja, manche können. Ich muss mir kurz mal was einnehmen, kann ich ganz schnell den Schlagzeug betätigen, jo. Bestimmt nächste Woche ein Cover von dir, Drumcover. Ich kann gar kein Schlagzeug. Habe ich den gleichen Fehler gemacht wie bei Raywatch Host und den vierten Gang nicht auf den fünften gemacht. Ich kann gar kein Instrument. Blockflöte? Gar kein Instrument. Triangel. Dann machst du First Try, das ist perfekt.
Ich hab mir zwar immer gesagt, ich würde gerne mal eins können, aber... Oh, jetzt lass ich nach. Weißt du, wie viel Arbeit dahinter hängt. Oh, Triangel geht. Ich meine grundsätzlich, jetzt sei es Gitarre oder Klavier, Schlagzeug oder whatever, so weißt du? Ja, deswegen, das sind alles Sachen, wo man mehrere Noten spielen kann und das ist bei Triangel halt nicht der Fall. Da kannst du nur eine Note spielen. Da kannst du so, wie ich mich kenne, verhunzt sich das da auch. Nachher kommt er nicht bing, sondern bäh. Stell dir nur eine Trommel hin, dann kannst du das. Also ich glaube, E-Triangel habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das, was du machst, das klang so ein bisschen verzerrt. Stell dir nur eine Trommel hin, dann kannst du das. Sonst hast du immer die richtige. So wie ich mich kenne, verfehle ich das immer noch. Ach so, na gut. Ja, jetzt endlich ist da nur noch eine Rhythmusfrage. Alter, der holt auf hier. Yeah, also zur Mete. Was denn? Ich frag mich, ob du bis zur achten Runde es irgendwann geschafft hast, mich zu überholen. Ich will jetzt stark hoffen. Weil du kommst nämlich immer näher. Ja, Kirsch auch. Und das gefällt mir gar nicht. Ja, wir müssen das hier mal auf 30 Runden erhöhen oder sowas. Kannst du nicht. Sonst reicht das nicht mehr. Doch, das geht bestimmt auch irgendwie. Das geht. Ja, mit Dennis Lieblingsprogramm sowieso. Damit geht das. Da hab ich sogar... Im Screenshot, da habe ich da 2 Milliarden Runden eingestellt. Aber es gibt ein Programm, das mag das nicht. ASAC. Richtig. Das ist sowieso, das ist ja sowieso kurios. Du hast grundsätzlich die Möglichkeit, das Spiel auf 9 Runden zu stellen, glaube ich, war das? Ja, ja, und ASAC. Aber ASAC will nur 8. Ja. Das wird meine Wand. Ja, ich glaube, im Offline-Modus konnte man nur 8 Runden fahren. Ja, ja, und deswegen ging ich davon aus, dass das im Multiplayer auch so ist, wahrscheinlich. Wäre jetzt meine Erklärung dazu. Ja. Also bis zur 8. Runde müssen wir mich doch, glaube ich, locker überholt haben. Ich will sehr stark hoffen. Ey, hier holt der irgendwie immer so auf. Hier, what the fuck? Stadtbereich, da holt er auf. Ja, wir brauchen noch so ein paar Milliarden Runden mehr. Nee, du holst hier echt auf. Ah, gut, 7. Runde haben wir, dann könnte es vielleicht noch... Genau, wir müssen die Rundenanzahl jetzt dringend erhöhen. Es könnte es aufgehen. Oh, das wird eng. Das denke ich mir bei Tom Hitze gerade auch. Das wird saueng und er ist verdammt dicht dran gekommen. Ja, Tomete klebt mir am Arsch. Am Arsch? Ja, ich wollte es genauso sagen. Doch immer eher die Zeit und Stadtzielbereich so rauszuholen. Der lässt sich ja auch einfach nicht einholen hier. Würde ich echt gerne mal wissen, wie er das macht da. Aber selbst wenn ich mir Kirsches Videos angucke, verstehe ich nicht, was er macht. Nein! Hallo, geh von der Wand! Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass das was Endgültiges war. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden gerade, weißt du? Ich auch nicht. Weil eigentlich bist du gefahren wie immer. Das hat mir einen 5. Gang drin gelassen. Bringt das ist nicht. Die letzte Runde. Wir haben so einen kleinen Kampf untereinander. Ja. Bringt auch nicht. Trotzdem näher gekommen, der Typ. Das ist der Kampf zwischen Stevie und Tom Hitze. Wer wird das Rennen durch noch schaffen? Was denn dieser eine Fehler hat, da überhaupt keinen Sinn ergeben gerade. Meine eben auch nicht, aber... Vielleicht schaffe ich es ja doch mal. Vielleicht höre ich den Motor schon, oder was war da eben los? Hoffentlich nicht. Ich höre die ganze Zeit einen Motor hinter mir so. Ist aber auch rangekommen, das gefällt mir gar nicht, ey. Wow. Ja, ist er ein bisschen quer gefahren? Irgendwie höre ich den Motor doch. Ja, er ist gerade quer gefahren, was war das denn? Also die Strecke hier kommt wirklich relativ gleich gut, glaube ich. Alter, wir haben echt so einen Kampf untereinander, holy. Ja, und ich muss mich hier vor Kirsche verteidigen hier. Also wenn das nicht, los, 5 Runden mehr. Wieder. Alter, jetzt kommt er. 5 Runden, ach komm, okay, 2 Runden. Oh Gott, das gibt's doch nicht, Mann. 2 Runden, bitte. Oh. Eine verdammte Runde mehr, ne? Ich hätte lieber 2 gehabt.
Nee, eine Runde mehr hättest du mich gehabt. Du warst ja schon da jetzt. Oh Mann. Was bist denn dir gefahren, verdammt nochmal, Alter? 1783. Eine 1783? Wie? Oh Mann. Alter, wie knapp! Du bist ja eine, fast eine Sekunde schneller. Oh, Stevie, bleib hinten, Alter. Mensch. Du hast einen Fehler gemacht, oder? Ja. Ich fährst hier fast eine ganze Sekunde. Du hast eine, das hat man sofort gemerkt, oh, weil du auf einmal riesen Abstand genommen hast. 5 km/h höhere Topspeed als du. Scheiße. Der Fehler hat es bei dir gerissen. Ja, natürlich hat das du der Fehler gerissen. Guckt ja bei euch mal die Klappen, also. Das gibt's doch nicht. Jo, ich hab sogar die bessere Rundezeit eigentlich. Was? Alter, 50 km mehr, wo holst du das denn her? Das muss dieses Bergabstück sein, weswegen du im Video gesagt hast. Das war 30 und jetzt die Sekunden. Aber du, das war ein nicer Kampf, also. Das ist ja ein, das ist ja ein Witz. Das ist ja ein völliges Fragezeichen hier gerade schon wieder mit der Kirsche. Ach ja, übrigens, solltet ihr es jetzt vermissen, weil wir vorhin nur 2 Runden gefahren sind, fahren wir jetzt nochmal. Calypso Coast in der gleichen Konstellation, aber mit dem BMW M5. Ach der, ja, nur 2 Runden. Ja. Vorwärts gespiegelt 2 Runden. Ja gut, okay. Mit dem kann ich die Strecke aber nicht. M5. Jo, der M5. Yep. Komischer Auto, schiebt ganz gut. Das ist wieder so ein schweres Auto, das kann ich wieder nicht. Ja. Er schiebt. 1,7 Tonnen machen sich da wieder bemerkbar. Das ist das Schiebeauto. Ich lass es. Ich glaube, bei dem reicht es noch nicht mal, wenn du die Tonne abziehst, dass er auf, dass der auf Lotus Elise Niveau ist. Ich glaube, der wiegt weniger als 700 Kilo. Und wahrscheinlich kommt von der Tonne, die du abziehen möchtest, 100 Kilo oder sowas für die obligatorische Goldkette. Das war bei dem 3er BMW, nicht beim 5er. Ach so, ja, knapp. Wir fahren den 5er in der M-Version. Eigentlich passt es eher diese Aussage zum 3er-BMW. Ja, aber den haben wir hier halt nicht. Ja, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, der es gerissen hat. Der schiebt richtig von der Tonne auch ordentlich herum. Nein! Oh. Mist. Aber witzigerweise kann er sehr gut fliegen. Ja, aerodynamisch gut ausbalanciert. Ja. Dafür steht BMW für ihren Namen. Ja, die haben doch Flugzeuge gebaut. Haben die? Ja, ja klar. Es wurde halt eben nach dem Krieg verboten, dann haben sie angefangen Autos zu machen. Achso, dann haben sie fliegende Autos stattdessen gemacht. Ja, offenbar. Sache, du weißt das voll, ey. Ich hätt's jetzt nicht gewusst. Ja, auch nicht. Nee, die History-Automarken kenne ich mich auch nicht aus. Scheinbar interessiert, Alter, das wird meine Wand. Scheinbar interessiert ihn BMW so sehr, deswegen weiß er nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja, woher weißt du das denn dann? Oh, keine Ahnung. Ach, was ist. Ach Mann. Du meldest so immer mit seiner. Ich bin so behindert, ey. Seine Abkürzung. Also heute fahre ich echt. Ah. Jede Chance, die ich gegen Kirsche kriegen kann, fahre ich mir. Echt schlimm heute. Ja, jede nicht. Letztes Rennen hast du gewonnen. Alter, der schiebt aber auch um die Kurven. Ja, das tut er. Und dann selber wieder lässt der Enker fährt, dann ist das, hilft das auch nicht. Jedenfalls nicht gegen Kirsche. Gegen Kirsche war das letzte Henker leider. Da darf man keine Wand treffen. Nicht gegen Kirsche. Ja, durfte ich gegen dich ja auch nicht. Das ist deine letzte. Ein Fehler, ein Dreher in der ersten Runde, nicht mehr gekriegt. War knapp, okay, aber nicht mehr gekriegt. Aber der Fehler war auch echt mehr als bekloppt. Warum bin ich dagegen gefahren? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich nicht, was ich hier tue. Nein. Ach, Mann. Er kann aber auch fliegen, Alter. Ja, das kann er. Aber dafür kriegt er keine Kurve. Nee, die kriegt er wirklich nicht. Au. Zum Meter. Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, wenn du jetzt hinten bleibst, dann versuche ich dir den Gefallen nicht tun zu können. Das bitte lassen, mich zu überholen. Ja,
Die 1,7 Tonnen fliegen besser als... Die Kurvenlage von denen ist zum Kotzen. Finde ich so ein bisschen erstaunlich. Dass die 1,7 Tonnen besser fliegen als der Z8. Das war scheiße. Die Physik ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen? Ach, passt schon, wir haben nur so komische Autos, ja. Geben nicht so viel her, die Kisten hier. Und so ein bisschen, ja. Nein, man muss aber echt hier bremsen, ja. Nein, nein, was mache ich denn da? Was ist das denn? Oh. Ernsthaft, kannst du es lassen, dieses Ding da zu fahren? Du bist, glaube ich, fast der Einzige. Ich bin mir gar nicht sicher. Was? Diese Abkürzung. Was ist denn da so schlimm dran? Ich weiß es nicht. Oh, die ist langsam. Kirsche ist... Na, Kirsche sag ich schon. Zumindest ist das relativ, der fährt die trotzdem, egal mit welchem Wagen. Na gut, mit langsamen Autos geht das, bei dem hier ist es nicht gemacht, schätze ich. Ja. Och, guck mal, die Abkürzung wollte ich nicht fahren. Ich wollte dir wohl den Sieg schenken, ich weiß nicht wieso. Ach, Gott. Den Sieg kannst du mir gerne schenken, aber den Sieg hat sich Kirsche wahrscheinlich wieder gesichert. Ja, da müssen wir alle drüber abstimmen. Na, es geht darum, wir hatten einen Kampf zwischen Platz 4 und 5 und ich dachte mir so scheinbar... Abkürzung? Nö. Ach, diese Unsichtbarkeit. Ja, ich habe am Anfang auch einen Fehler gemacht, also komm. Ja, aber ich kannte die Abkürzung und ich habe sie trotzdem komplett ignoriert. Ach, Rundzeit, was hast du? Vielleicht wär's dir Vierte gewesen, wenn du die Dufa-Dufa-Abkürzung genommen hättest. Der Unterschied ist ja noch. Ach, und wir haben wieder den gleichen Speed, oder? Freut euch übrigens, ne? Wir haben uns doch jetzt BMW M5 gewöhnt. Panama Palm City rückwärts 6 Runden mit dem McLaren F1 LM. Och, das ist kein Problem. Die Strecke ist nur ein Problem. Ist übrigens auch ein BMW-Motor. Aber rückwärts ist die angenehmer mit der Selbstmordabkürzung. Die Abkürzung. Ach, nee. So, jetzt noch mal 2 Rennen, die ich verliere, weil wir Palm City fahren. Und das Beste ist aber, danach erfahren wir sie für... Übrigens, wir fahren die jetzt rückwärts 6 Runden und später vorwärts 8 Runden. So. Also, ja, das dann Menü kann man sich an die Strecke gewöhnen. So, ich hoffe, wir haben jetzt 6 Runden eben Fehler gemacht, das Menü aufgerufen. Aber müsste eigentlich geklappt haben. Wir werden es sehen. Welche Farbe? Ich habe ausnahmsweise mein Standard genommen. Nehmen wir blau. Dann bin ich sogar schon dran. Jetzt noch der Kirschle, da ist er auch, genau. Haben wir 6 Runden? Ja. Ja, sehr gut. Passt doch. Wobei, in grün sieht er auch verdammt geil aus. Ja. Das ist die Farbe, die ich so ganz früher irgendwie immer genommen hatte. Die sieht schön auffällig. Wie lange hast du die Custom Skins schon? Ach, fuck! Du kannst, wo auch immer du sie runtergeladen hast, da sind ja Dateien drin, die haben ein Datum. Da kann man sehen, was das mittlerweile auch. Ja gut, das heißt ja nichts, also, wer weiß, welche Version du da hast. Und so. Bei Kirsche weiß ich jetzt nichts, aber die ganzen alten, wie Hellraiser und so, den gibt es bei Endless Class wieder. Ja, aber ich meine, das Teildatum sagt ja, wenn es erstellt worden ist, aber... Ja gut, dann guck ich noch mal rein. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, irgendwie 2000 ein bisschen was. Also einstellig noch, oder? Ja, auf jeden Fall einstellig, ja. Ich meine, 2010 kam ja schon das 2010er. Oh Gott, das ist knapp nicht das Miet raus. Weil das 2010er hat, ist auch gut. Ja, aber nicht so gut wie, das war 1998er oder das 2002er. Oh, das bockt schon.
Passwort abkürzen, Kirsche. Wow, wow. Ich fahre die konservativ, das nützt nichts. Also, boah, die Kurve habe ich scheiße genommen. Alter. Total scheiße? Ja, aber. Mit den Wagen fahren wir nicht. Fast total scheiße. Boah. Oh, mein Kirsche rockt hier. What the fuck? Boah. Okay. Hey, rock, das hast du genommen oder was? Gehst du bitte von der Leitplanke? Danke. Gehst du wie immer on fire. Alles nur eine Frage der Crashes. Nein. Ich tue. Nein! Ach, das war zu eng genommen. Was, der Bürgersteig hat jetzt mal ausgehebelt? What the fuck? Bei Most Wanted hat mich mal der Bürgersteig komplett ausgehebelt. Ich bin den Bürgersteig gefahren und plötzlich habe ich mich überschlagen. Ja, da ist es ja auch relativ easy, dass es da passiert. Aber hier... Eigentlich nicht so üblich. Oh, ich will ja Mercedes hier fahren. Nee. Brennepunkt auf nein. Ja. Den hatten wir vorhin auf. Dann Calypso war das? Oder was war das? Ja, Calypso. Der Mercedes behagt mir hier wirklich mehr auf der Strecke. Ja, vielleicht fährst du mit dem Diablo später besser auf der Strecke. Ah, und das aber dann vorwärts. Ja, vorwärts ist die Strecke ein richtiger Schmerz, weil dann der Selbstmordabkürzung richtig schlimm ist. Selbstmordabkürzung nennst du. Ja. Das war mal klar. Weil man die so in echt fahren würde, sich selbst mehr. Ja oder? Gut, in echt würde ich hier nie so. Oh Gott. In echt wäre ich sowas von tot, wenn ich fahre. Du würdest nicht in echt würde ich hier gar nicht klemmfahren wollen, glaube ich. In echt wäre ich sowas von tot. Ja, ich wäre gerade auch leider gestorben, glaube ich. So, ich sterbe auch immer irgendwie vor der Selbstmordabkürzung. Aber die Strecke ist ganz schön lang. Wenn ich mal so überlege, wie lange du für eine Runde brauchst. Naja, das ist ja nicht das Problem. Also 90% der Strecke ist ja auch gut, aber diese Abkürzung halt, ne? Die mag ich halt nicht. Wobei die in der Richtung gar nicht so schlimm ist. Das davor macht mir immer mehr Kopfschmerzen, wo ich ja auch gerade abgeschoben bin. Oh, untersteuer nicht. Ich will mal Mercedes haben. Immer noch, nein. Hört sich halt einfach besser hier. Das ist egal, den hat random.org hier nicht für ausgewählt. Ja, das ist ein ganz schönes Arschloch, dieses Programm. Ich hätte gerne Fall Winds gehabt mit den neuen Texturen. Nur wegen den Texturen. Die Strecke ist es eine Sache. Habe ich den Schaltfehler drin gehabt, weil der unerwartet schnell auf 147 war. Warte gefälligst. Irgendwas sagt mir, dass Tomete gerade einen Big Unfall gebaut hat. Ja. Tunnel? Kirsch allerdings auch. Nee, kein Tunnel. Nicht Tunnel? Hätte ja sein können, weil da so die Säulen so, weißt du? Nee, das kriege ich normalerweise hin. Ja, dafür, dass du so einen dicken Crash gebaut hast, bist du aber schon wieder verdammt nah dran. Ein bisschen Dämon jagen. Bei random.org hat sich so gedacht, bringen wir den zweimal Palm City, damit der Renntag nach schön in die Länge gezogen wird. Und dann auch noch mit einer relativ hohen Der wäre Unfall. Nämlich, der wäre nämlich ganz schön kurz geworden fast.
Ja, wundert mich auch. Ich hätte irgendwie von den Zahlen gedacht, dass er länger dauert, aber ist ja jetzt schon. Ja, Palm City ist halt das, was nun mal das jetzt in die Länge ziehen wird. Du musst halt mal auf deine Rundenzeit gucken, also Rundenzeit, dann wirst du sehen, warum. Oh, dann muss man auch noch am Kopf multiplizieren, ne? Warte, seit 6. Ja, dreimal, also ungefähr 3 Minuten, also dreimal, 6, da sind wir bei, oh Mann! 18 Minuten, genau. Hab die Selbstmordabkürzung überlebt. Einmal, Mann! Ah, Mann, ich muss nicht ganz leicht auf die Bremse gehen, weil der Winkel nicht gepasst hat. Das ist immer hier mit der, wenn ich hier reinfall, waren wir immer gegen die Wände. Das ist einmal, wow, wow! Aha, da ist jemand in der Abkürzung drin. Jetzt ist er raus. Woher weiß ich das bloß immer? Wie soll ich den Cache noch 3 Runden lang hinter mir halten? Gar nicht am besten. Ja, das läuft doch hinaus, du kommst mir schon wieder. Oh, der kriegt das hier nicht, Alter. Was ist denn das für eine Scheißkarre auf der Strecke? Also, soweit ich das gesehen habe, waren da ganz eindeutig blaue Flaggen geschwenkt und du hast mich durchgelassen. Ah, das hättest du gerne. Er hat gefragt, was das für eine Karre war. Ich glaube, das war der F1 LM. Ja. Den kannst du noch nicht mal über den Bürgersteig fahren, um den Jump besser zu kriegen. Also, das hat McLaren sich da wieder zusammengebaut. Dass du nicht mal über Bürgersteine fliegen kannst. Das mach ich jetzt. Komm. Was? Wie bist du da jetzt hingekommen? Ich weiß es nicht. Einfach auf die Seite gekippt. Wallride und dann auf die andere Seite gekippt. Okay, da hast du ja mal. Die arme Wand in Ruhe. Das ist aber sehr übertrieben mit dem Wallride, wenn du dich da sogar auf die Seite legst. Was hast du übertrieben? Ich meine, du bremst ja nicht vorher, ne? Aber irgendwie ungeschickt reingeflogen. Wenn du Need for Speed mit Wallrides haben willst, fahr Underground 2. Oh, der kriegt die Kurven nicht mehr. Ja, bei Underground 2 verlierst du fast gar keine Geschwindigkeit in der Runde. Das ist ein bisschen, aber das war's. Beim City Island wird mir nie liegen. Ich mag diese Strecke einfach echt nicht. Bin nämlich auch bei manchen anderen Stellen nicht on point mit meiner Speed hier. Die Strecke liegt mir einfach nicht. Mögen tue ich sie schon, das heißt aber nicht, dass ich nicht crashe. Schon gar nicht mit diesem Auto hier. Auf den LM nicht so schlecht. Nee, passt ja. Halt nicht auf der Strecke. Nee, absolut gar nicht. Das ist gruselig, den hier zu fahren. Ich darf immer so komisch wegkippen will an diesen einen Berg, dann auch ganz komisch zu fahren, das Ding hier. Okay, da passt ein Text dazwischen. Dann war es ja genau richtig. Nee, es war dadurch scheiße. Ich musste sogar ein bisschen nachlassen dadurch. Was passiert? Ja, eine Abkürzung habe ich müssen. In dem Moment scheiße. Automate erster, sagt mein Spiel. Ja, du weißt doch, wo er dann ist. Ja. Das wäre schön, aber... Das wird in diesem Spiel nie passieren und erst recht nicht in den Tropen. Nee, was er meinte ist, in dieser Abkürzung spinnt die Anzeige immer gerne. Ja, da geht er auf den ersten. Also nein, das ist ein Witz, was mache ich denn hier für eine... Ich wusste, dass ich irgendwann hier verkacken werde einmal. Das Mal war ich den Bürgerstreich nicht gefahren, weil mit diesem Auto brauchst du eine Lebensversicherung, wenn man den fährt. Musstest du das schon resetten? Ja, schon zweimal. Oh, nur. Also da habe ich aber schon einmal mehr, glaube ich. Sag mal, lieber, wie lange soll ich noch die blauen Flaggen ignorieren? Dafür muss er gleich schon irgendwann mal in einen Boxenstopp fahren, weil er kriegt gleich eine Strafe. Stop-and-Go-Strafe. Richtig, die Stop-and-Go-Strafe.
Er ignoriert ja auch sogar seinen Funk, von wegen, lass ihn heute nicht vorbei. Knappe Geschichte. Weil der einfach so untersteuert, ey. So, ein bisschen zu stark gebremst. Ne. Halt doch mal flach. Der immer so umkippern will hier. Sau. Dumme Sau. Oh mein, mein Nirvana-Bereich. Oh. Der Schatz. Der hat die Selbstmordabkürzung nicht überlebt. Na, überlebt schon, aber ich hab die Aussicht kurz genossen. Doch, das einzig Positive in dem Bereich. Ja, das stimmt. Sieht schon echt gut aus. Und wie war die Aussicht so? Ja, ja, super. Ja, der Wasserfall gut. Und so ist echt geil. Gesagt. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, fahr ich in der 7. Runde so, okay? Aber what the fuck? Na, scheiße. Aber weh, du bleibst dann nach der 6. Runde einfach hinter der Ziellinie stehen und fährst das nicht, ne? Das gilt natürlich nicht. Du musst du schon in der 7. Runde dann fahren auch. Ja, das habe ich schon gesehen. Oh, ja, ja. Ich meine, irgendwie meinst du die Karre sich da bei mir nämlich wegdrehen zu wollen. Damals, da war mein Reset gewesen. Ja, das mache ich denn jetzt den Scheiß. Das war an der Stelle nicht schlimm, aber es war trotzdem Bullshit. Ich bin auf die Unterschalten-Taste gekommen. Hat zwar fast gar nichts ausgemacht. Was? The fuck? Wie fährst du denn da lang? Ach, das war, weil man knapp an der Leitplank ist, dass er dann, obwohl man eigentlich links war, dich dann plötzlich nach rechts bohrt. Ja, genau. Davon kannst du die auch ein Lied singen. Ach, die eine Abkürzung. Ja, aber, ja, wenn man, nah an wenn du die zu Schritt knapp ist, nimmst, fuck dann genau. Dich nicht auf die andere Seite. Ja, genau. Das hatte ich eben. War sehr das hat man oft genug in meinen Videos gesehen. Aha! Diese Bäume, reißt die mal ab, bitte. Nein. Bäume reißt man nicht ab, die fällt man. Mach was du willst mit den Dingern, aber mach irgendwas, dass die da nicht mehr sind. Nein. Du kannst die ganze Weiche holen. Meinst du, den Leuten, die hier wohnen, gefällt das, wenn die Bäume hier alle weg sind? In der letzten Runde lasse ich natürlich der Schlumpf. Das ist mir relativ, Hauptsache wir können die Rennen fahren. In der letzten Runde, weißt du? Alter! Was? Nein. Okay. Ich glaube es nicht. Ich hab mich hier so schockiert, dass ich den Winkel jetzt gar nicht getroffen habe. Oh Mann, ich hätte nur noch irgendwie sicher nach Hause rollen müssen. Was passiert? Die Folter. Nee, Selbstmordabkürzung. Folter. Ja, Folter ist bei Coastal Park. Ja, ich wechsle das immer, wo deine komischen Abkürzungen sind. Ja, der sagt doch für die ganzen Abkürzungen irgendwelche Namen. Ja, eigentlich nur die zwei, ne? Also Folter bei Coastal Park und hier ist es die Selbstmord in, ja, beiden halt. Ja, weil er hier den Namen der Strecke jetzt nicht mehr im Kopf hatte. Deswegen hat er da den Namen nicht erwähnt. Ja, Punch City Islands hat ja die verdrängt mir auch gerne die Strecke, ne? Das ist ja keine Strecke hier. Das ist ein Zugstand. Der fährt. Wieso bin ich jetzt plötzlich Dritter? Mann, schenkt ihr mir das Rennen und ich werf's wieder weg. Ja. Also, sorry, ich wollte dein Geschenk nicht ablehnen, ja, aber... Wir haben so schon hin und her geschenkt, quasi. Hin und her beschenkt. Wer stand da bei dieser, Dennis Lieblingsnamen, Selbstmordabkürzung in die andere Richtung? Ich. Why?
Einfach so. Das Problem ist, die wird jetzt zum richtigen Selbstmord, weil wir die Strecke jetzt gleich vorwärts fahren, wo das Ding richtig eklig ist. Weil Ravage alles scheißegal ist, jetzt weil es der letzte Renntag ist. Stimmt, Dennis, du hast jetzt ein bisschen was zu tun, ne? Oh ja, genau. Oh, scheiße. Jetzt bin ich aber noch gespannt, wie Stevie die siebte Runde fährt. Gar ja. nicht, Nee, du hast das versprochen. Ich beharre da drauf. Ich hab doch in der fünften mir schon den Wasserfall angeschaut. Okay. Wie viele Wasserfälle sind es denn eigentlich insgesamt? Ja, ich hab keinen Bock gehabt zu zählen. Hier, ich roll noch ein bisschen. Ah. Erstmal den Stevie anhupen. Oh, Ravage hat einen technischen Defekt. Ist doch noch rübergerollt. Glückwunsch! Oh, jetzt die ganze Scheiße nochmal. Guck dir jetzt das an. Nochmal vorwärts und Achtung, was denn? Mit dem Controller bist du nicht mehr Letzter in HP2. Ja, aber auch nur, weil Ravage keine Ahnung, was für eine Sache da getan hat. Normalerweise wäre ich Vierter gewesen. Ja, bei Tropen. Ja, genau, Tomete. Ich denke, bei Tropen bist du mal Letzter. Was war denn los? Ja, weil wenn Ravage hier irgendwie solche komischen Spirenzen fährt und dann nochmal die halbe Strecke zurückfährt, dann ist klar, dass ich... Den gibt es in der Farbe nicht. Na gut. Diablo, oder? Ja. Dann muss ich in den Lila fahren. Ich fahre jetzt in Schwarz, wie bei Need for Speed 1. Weil der Diablo hat kein Rosa. Wie bei Need for Speed 1 fahre ich ihn in Schwarz. Das lässt sich aber ändern. Aber das Problem ist, da bräuchte man theoretisch für jedes Auto, was rosa ist. So, jetzt nochmal 8 Runden lang. 8 Runden mit dem langsamen Auto. Hervorragend. Ja, geil, ne? Jetzt müssen sie aber bitte wenigstens weniger Crash sein. Ist ja auch das langsame Auto. Wenn 10 fertig sind? Das ist unfair. Kirsch hat mehr Anstrengung bei dem BS gehabt. Jupp. Fahrertür auf, Fuß geh raus. Geh doch rum mit dem... Wir hatten da die Abkürzung nicht gekriegt. Wer wohl? Echt? Ich krieg die nie. Nie ist schlecht, weil der andere Weg ist wirklich deutlich länger. Ja, aber erstens mal, du musstest hier keine Ahnung, damit der Winkel mit der Karre funktionierte. Deswegen... Moment, hat das sowieso auf Truppen richtig Probleme. Da freut dich, Dennis, seine Selbstmordabkürzung kommt jetzt gleich. Ja, und von der falschen Seite, wo sie richtig eklig ist. Und dann noch mit dem Auto. Das kann ein Abenteuer werden. Oder 8, da schließe ich 8 Runden. Ja, sag ja, random.org hat sich gedacht, der Renntag ist zu kurz sonst. Erstmal so viele Runden auf dieser langen. Ja, wenn sie ganz konservativ fährt, ging's. Aber es ist für Kirsche natürlich keine gute Taktik. Ganz konservativ wäre Auslaufen. Naja, nee, das kannst du vergessen. Das ist zu viel Verlust. Ich fahr mal. Ja, hier längs habe ich beschlossen. Ja, Ausgang ist meist sicher. Ich konnte es nicht mehr retten, das Ding hat so untersteuert, alter Schwede. Das Ding ist. Das Rennen ist jetzt schon wieder gelaufen, weil ich die Abkürzung jetzt wieder nicht gekriegt habe. Das Auto ist noch ungeeigneter für diese Strecke als der Mechaniker. Das sind 8 Runden, ja? Ja, aber bei Tropen werde ich nichts anderes als Letzte. So was passiert einfach nicht. Alter! Aktuell bin ich... What the heck? Da explodiert im Player. War das vielleicht Kirsches Motor? Nein! Das muss aber dann so laut gewesen sein, dass wir das alle gehört haben. Das ist doch geil, dann ist er da richtig cool dran. Ausgeschieden und hat dann noch eine Chance, aber momentan habe ich gar keine Chance mit dem Fehler, den ich da eben gerissen habe bei den Hütten. Die Autos, die mir random.org für Plan City gegeben hat, eignen sich ja für diese Strecke immer so gar nicht, ne? Ja, aber warum auch noch Palm City und dann so lange Runden? Damit zieht sich der Renntag echt in die Länge. Oh, Stevie hält sich aber ganz gut gerade hier.
Alter, ach, geh doch wieder nach innen, danke. Ja, das hat dich Zeit gekostet. Ja, aber ich hab eingelenkt und rate, was die Karre nicht wollte. Du warst definitiv zu schnell an der Ecke. Ja, die Karre wollte sich bei der Kurve hier gerade eindrehen. Alter, das... Was zum Fick ist das für ein Lied? Meine Fresse. Komm da rum, jetzt bitte. Ja, die braucht, die hat ein bisschen Probleme hier bei der Stelle. Ich krieg die gar nicht mehr aufgeholt, hier, weil die da vorne auch keine Fehler machen. Echt nicht einfach. Der Fehler hat nur das umgesuchen. Hast du sie wieder nicht? Doch, doch, aber mit sehr starken Bremsen. Yeah, also, ja, ich glaube, da lohnt es sich echt richtig viel früher anzufangen zu bremsen. Dann kannst du auch viel früher wieder aufs Gas gehen. Aber wenn du die halt verpasst, dann ist es alles am Arsch. Ja, natürlich. Ich krieg nicht mal Ravish, ey. Das hat mich so zurückgeschlagen anscheinend. Was hast du genau gemacht? Und dann die unsichtbare Wand fahre ich auch noch ran. Ich habe bei den Hütten dann der ersten Wand das war scheiße gebaut. Das zieht sich jetzt hier ganz schön zurecht hier, der Fehler. Oh, Ravish hat ein Reset gemacht. Das war aber kein... Ach, warum drehst du dich denn jetzt hier? Ach, das hat keinen Sinn ergeben, Wagen. Ja, Abkürzung einfach mal ein 360 machen, ja. Okay, aber hättest du auch lassen können. So, jetzt ist nur noch Kirsch weg, also alles wie immer. Ja, Erd, du darfst auch rumfahren, Auto. Der kommt da auch nicht rum, ne? Wird es hier Reifenverschleiß geben, werden die jetzt schon runter. Das ist ja, es quietscht ganz schön, ja. Du hast aber nur die ganze Zeit, weil er so am Rutschen ist. Als ja, das stimmt. Ach, Ravish kommt mit dem Auto zurecht. Ja gut, überleg mal, wie oft der die Fahrzeuge hier fährt. Ich weiß gar nicht, wie oft in der Woche ein HP2-Host existiert. Willst du damit sagen, ich habe HP2 selten gefahren? Bestimmt seltener als Ravish, glaube ich. Na, das bezweifle ich. Das war ich auch sehr, sehr stark zu bezweifeln. Das wird mindestens genauso viel sein. Wenn man die ganze Zeit berechnet, wo das Spiel released wurde, die ganzen... Public Server Zeit und so hoch. Da hat er bestimmt auch gespielt. Natürlich wird er da gespielt haben, gehe ich auch mal von aus, aber. Hm. Also online habe ich das früher nicht gespielt. Doch, 2002, 2003 habe ich gespielt, ja. Aber nicht so. Damals, aktiv. Als das Spiel noch Online-Server besaß. Hm. Ja, es hat eine ganze Weile wegen Gamespoil erst die Server behalten. Aber Underground schon längst abgeschalten, aber dieses Spiel konnten wir immer noch spielen. Und da war was los, ey. Schlecht unglaublich. Ja, das Spiel ist beliebt. Ja, an sich hast du jetzt ja wieder neue Möglichkeiten, eigene Server zu machen. Durch dieses, ja, ich kenn's halt nur kein Mensch. Das ist halt das Problem. Ja. So stark ändert sich der Abschnitt zu Stevie gar nicht, also... Och, nö, Wagen, nicht hier. Danke. An der Stelle habe ich immer Angst.
Die Abkürzung, die ist wirklich, wenn man die einmal nicht gekriegt hat, dann ist es eigentlich gelaufen. Ja, dann muss halt eben der andere entsprechend genauso schlimm oder mehrere kleinere Fehler machen. Gottes Willen, kleinere Fehler machen. Ja, wenn man sehenden Augen ist vorne Laterne, ich meine Palme fährt, dann ja. Ach, doch, die ganz, Palme nicht kaputt. Ja, die hat so gut gehalten. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Kirsch noch weiter weg ist. Ja, ja, das könnte an der Palme gelegen haben. Ach so, auf der Palme geküsst. Ach so. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir das nicht erwähnt, diese von wegen. Ihr wart live ich, dabei. Wo ich sogar sagte, lass doch die Palme in Ruhe. Ach so, sieht man mal wieder, Dennis hört nicht zu. Oh, und wir sind jetzt in der dritten Runde. Ja. Lass mich in Ruhe, du Blöder. Schön, wenn da schon 5 oder 6 stehen würde. Nee, das wäre nicht schön. Kirsch ist immer noch so weit vorne. Wenn es danach geht, sollte es so lange Runden geben, bis du ihn überholt hast, ne? Genau. Oh. Also, das wird kein Ende. Nein, Wagen, was sollte das denn jetzt? Alter, hör auf, mach doch kein Bullshit. Danke. Das sind wir gerade über Start und Ziel gefahren? Ja. Ich mach das dann auch irgendwann mal. So, jetzt hab ich das getan. Ich hatte nur einen Punkt über Start und Ziel gesehen, weil an der einen Stelle kannst du ja schon auf der Map den Start und Ziel sehen. Und ich hab's dann wieder einen Punkt parken sehen. War nicht meiner. Nö, das war dann wahrscheinlich die hier. Parken? Nö, ich war am Fahren. Okay, quasi parken. Ich habe ja auch erst hingeguckt, nachdem du sagtest, dass dein Weg über Stadtziel ist. Ich dachte mir, da muss ich dich ja auch sehen. Ah, Kirsch, ich bin am Fahren gewesen. Das hat denn, der macht doch noch irgendwann einen Fehler. Ja, aber ich glaube da nicht dran. Nö, also wenn die Palme jetzt weggenommen haben, dann bin ich safe. Lass mich überlegen, denn ich habe sie gerade. Ich habe sie gerade wieder hingestellt. Ja, das hast du brav gemacht. Hast du eine neue gepflanzt? Nein, das dauert, bis die wächst. Ja, vielleicht hat er. Nee, ich hab direkt so eine ausgewachsene genommen. Ja, genau. Ist schon teuer, so ein Ding. Ach, das hat. Ach nee, das ist scheißegal. Das hab ich auf. Eigentlich sollte er es nicht wissen, aber das ist auf Dennis' Rechnung. Ja. Dennis bezahlt ja heimlich Palmen, die er mir entgegenstellt. Verstehe. Ja. Hat's funktioniert? Ich bin noch nicht da. Ich meine, bei der, wo ich vorhin gecrashed bin. Sei denn, du hast die Palme hier irgendwo anders hingestellt. Wenn du die crasht, dann kannst du da auch noch mal so ein paar Sekunden dran stehen, halt, bevor du weiterfährst. Naja, ich glaube, diesmal müsste ich die Palme kriegen. Ich habe gerade genug Schwung rausgenommen, indem ich die Leitplanke mitgenommen habe. Irgendwas ist doch immer im Weg. Weißt du, jetzt setze ich eine neue Palme hin und jetzt macht er die Leitplanke kaputt. Nö, kaputt ist sie nicht, hat auch wieder erstaunlich gut gehalten. Die Sachen halten generell sehr gut hier. Das ist halt auch gute alte Qualitätsarbeit hier in Streckenbegrenzung. Ach, erst in der 14. Runde, ne? Der quietscht sich aber auch ein zurechter Wagen. Ja, der leidet. Denkverkehr. What the fuck? Alter! Traffic. Hier ist übrigens aber klar, ne, dass du die Runden zu Ende fahren musst. Wir sind nicht in Nice 2. Das hol ihn auf. Das war eine Ankündigung. Ich wollte es ja nur mal sagen, weil wir müssen so lange warten, bis der Letzte die ja, Runde durch hat. Und den Timeout gibt es hier nicht. Richtig, den hat er hier ausgesetzt. Da alle zu Ende fahren können sollen. Und dabei stellt sich jetzt so, fuck, wirklich? Hat jetzt bestimmt sofort ein 180 gemacht und ist wieder los. Ja. Auch diesmal sehe ich hier mal keinen bei Start und Ziel. Ich war aber gerade da.
Du bist ein unsichtbarer Fahrer. Dann habe ich ja Vorteile bei den Cops. Die Cops sind ja sowieso, ne, weil du ja auf dieses Ghost hast. Ich habe ja fürs Testen ja ein bisschen die Karriere angesetzt, so. Und die Cops fahren so einen im drin und ich denke mir so, wäre jetzt witzig, wenn ein Funkspruch kommt. Ich kann durch den Raser durchfahren, ich weiß nicht, was der tut. Ja. Kann man eigentlich jetzt noch gepackt werden, wenn... Nein. Okay. Oh, beim Stehen bleibst du wahrscheinlich schon. Beim Stehen, ja. Das habe ich nämlich schon geschafft. Ich habe irgendeinen kompletten Bullshit gemacht und beim K.O.-Rennen, letzte Runde. Ausgezeichnet. Ah, super. Genau in der letzten Runde ist vor uns. Danke, ich hasse dich so. Warum gibt es dich? Das ist alles darum, so ist es. Wen verfluchst du gerade schon wieder? Selbstmordabkürzung bestimmt. Ach so. Ja, warum frage ich eigentlich das? Das ist so mehr die ganze Strecke. Ups. Jo, okay. Na gut, dann fahren wir halt hier lang. Ist auch in Ordnung. Das hat dazu geführt, dass ich mich gedreht und resetten musste. Danke. Aber wenigstens wird der Abstand zur Kirche nicht größer. Aber bestimmt hat er auch wieder Fehler eingebaut. Na, jetzt ging's eigentlich. Aber man kann halt nicht mehr aufholen, das ist halt das Problem. Halt völlig unmöglich, wenn man bei den Hütten so ein... Der Fehler bei den Hütten hat sich halt das ganze Rennen durchgezogen. Dadurch war das nicht mehr aufholbar. Zu. Ja, das war schon unangenehm, Nazi. Ja, aber du wirst vorne bleiben, denke ich mal. Ja, doch mal versuchen, wieder konzentriert zu fahren. Meine Beste ist eine 3,19. Lass mal alle Kirsche ablenken jetzt. Habe ich mit einer Palme versucht, aber das ist ihm wohl egal. Ne, ich habe sie gesehen, sah gut aus. Sah aus wie die Originalpalme. Gut ausgewählt. Das habe ich ja eine gute... Dennis, die Rechnung kommt übrigens die Tage, ne? Okay. Ich hoffe, du hast eine von Aldi geholt. Nee, Aldi verkauft keine ausgewachsenen Palmen. Ich meine, ich darf zwar seit 45 Minuten nicht mehr aus dem Haus gehen, aber passt schon. Was? Warum das nicht? Weil wir Ausgangssperre haben. Ach so, ja, stimmt, okay. Angeblich nur noch heute, aber ich bin mir mal nicht sicher, ob ich das nicht verlängern soll. Was ist jetzt, 22 Uhr oder so? Nee, bei uns nee, von 21 bis 5. Ja. What the fuck, was soll denn das hier? Ich hab mich fast ausgeredet. Bis 5, da hätte ich aber schon ein paar Mal gegen verstoßen, auf dem Weg zur Arbeit. Ja, nee, die arbeitende Bevölkerung ist egal, die rausfallen sind, die arbeitende Bevölkerung und die Leute, die mit dem Hund raus müssen. Ja, so und schon irgendwas mit, weiß auch nicht mehr, wie es hieß, aber genau solche Sachen waren damit gemeint zumindest. Weil das die Tierwohl, die muss ja trotzdem gewährleistet sein. Und wenn du mit dem Tier um, keine Ahnung, sagen wir mal 21 oder 21:30 raus musst, dann ist das eben nun mal so. Kannst dem Tier jetzt nicht sagen, nee, das musst du jetzt bis 5 Uhr morgens einhalten. Ich glaube nicht, dass dem Hund das gefällt. Ich glaube, ich ist auch nicht so dran. Dass du so dem Hund so, jetzt gibt's weder was zu essen noch zu trinken, weil sonst musst du aufs Klo. Rabbit, was machst du da nur? Was macht ihr denn jetzt? Was macht er denn schon wieder? Ich wollte nur wissen. Er wartet da.
ja, weil ich, du, wie gesagt, du musst zu Ende fahren. Ja, das schaffe ich schon. Es gibt keinen 90-Sekunden-Timer. Ach, diesmal darf ich mal hier lang. Danke. Ausdauerrennen hier. Ja. Ich weiß nicht, was dein Random.org wollte, ne? Ein Ausdauerrennen. Ja. Na gut, aber so gesehen immer noch ein brauchbares Auto dafür. Das hätte auch langsamer sein können. Oder sogar die totale Scheiße. Oh, stell dir mal vor, die Elise. 8 Runden auf Palm City Island. Das hätte gedauert. Das wäre chillig gewesen, aber... Genau, ist einfach, aber lange. Aber richtig lang. Ja, aber mit der Elise wäre es ja angenehm zu fahren gewesen und da hätte sich die Zeit angenehmer angefühlt als 8 Runden mit dieser Untersteuergurke hier. Ist ja in Arbeit verbunden, das Ding. Was mache ich bei den Tropen eigentlich falsch, was ich überall alles richtig mache? Das kann ich dir nicht sagen. Boah, was für ein Drift. Oh, ich hab die Abkürzung so richtig vernünftig bekommen. Ja, das kann auch manchmal echt passen, ne? Wenn du halt genau weißt, wie du das machen musst, passt das wirklich. Ich glaube, ich hab das gerade zum ersten Mal geschafft. Merk dir, wie es aussah und versuchst zu reproduzieren. Auch nicht gegen irgendwelche Säulen, außer bei den Tropen. Der Abstand wird nicht größer, aber auch nicht kleiner. Dann seid ihr beide gleich gut. Die Anzahl der Fehler gleicht sich aus. Moment, geht's eigentlich? Das ist die letzte Runde. Und die Abkürzung schon wieder verhauen mit der Pfeile.
Bleib gerade. Oh Mann! Ja, jetzt bist du weiter weg. Fucking. Ich kann gar nicht stillhalten können, wenn man da rausfährt. Oh, shit. Kirsche baut keinen Fehler. Da braucht man echt nicht drauf zu hoffen. Alter, ich mach die ganze Zeit Fehler und er sagt, nö. Ich spüre davon nicht. Ich mal nicht solche Fehler, die ihm helfen würden. Nee, ja, doch. Am Anfang war er deutlich weiter weg. Dann kam er deutlich näher ran und da ist er dann geblieben. Aber ja, wie ist er rangekommen? Viele Fehler gemacht. Also ich. War halt nicht so ein großer, sondern viele verteilte. Und alles nur wegen einem Fehler am Anfang. Das hätte ich deutlich dichter sein können. Das ist das Ärgerlichste an der ganzen Geschichte. Ehrlich gesagt ist mir mittlerweile so ziemlich alles egal. Hier Hauptsache die Strecke ist noch so weit zu Ende. Das habe ich gleich geschafft. Guck mal, da ist der erste, der schon durch ist. Ja, da rollen zwar ein paar Flug rum. Unfair, ich hab noch so ein bisschen was vor mir. Ich bin auch durch. Guck mal, ich beneide die beiden, die sind schon durch. Wir ruhen uns hier schon mal aus, haben hier ein paar kalte Getränke. Alter. Nach bei Ravage, wo ich im zweiten Rennen da besser war als du, war das auch Absicht, oder? Was war das Schwerte? Die Hupe hat das Rennen überlebt. Achso, die eine Runde. Na, da bin ich gecrashed. Die Hupe hat aber den Hütten-Crash überlebt. Ja, klar, er crasht mit Absicht. Die Hupen funktionieren nicht. Ich hatte in der ersten oder zweiten Runde so eine Untersteuerung bei den Hütten, war ich voll der Unfall. Ja, dadurch. Und dadurch. Also, das hat sich das ganze Rennen gezogen, ne? Ich konnte mich nicht mehr an dich ranziehen. Es ging einfach nicht mehr. Wie ist es denn so am Ziel schon zu sein? Oh, entspannt. Ich sehe gerade, hier ist auch ein Wasserfall. Sieht ziemlich cool aus. Den hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich irgendwie geschickt gedreht, dass ich nach hinten auf die Brücke gucke und da ist so ein Wasserfall noch. Oh, coole Musik hier gerade. Da steht Blood. Ah, ja. Das ist der vor der Tunneleinfahrt, glaube ich, oder? Mikrofon muted. Microphone activated. Oh, das sind wieder die Paarflieger. Das hätte nicht sein müssen. Ravage kommt sich bestimmt auch so vor, als würde er hier mit dem LM hinterherfahren und zu sich Microphone activated. Oh, ihr dürft euch jetzt... Oh, meine ja. Hände. Endlich kann man sich mal entspannen. Oh. Genau. Au, das tut weh. Obwohl ist es nicht so schlimm wie nach dem Hockenheim-Rennen. Ey, da hatte ich echt sowas von eingeschlafenen Fuß, war unglaublich. Ja, hatte ich ja auch. Hatte ich ja auch gehabt. Nice meinte ich. Das Hockenheim bei Nice. So. Hockenheim kann ja vieles sein. Nee, ich meinte das Nice mit den ultra langsamen Ent oder was das war oder weiß schon. Nee, mit der Rennkacke. Oder Rennpappe, genau. Das ist mir eigentlich relativ bei Nice. Hauptsache wir fahren kein Kart. Ach so, komm, dann ist du gar nicht mitgefahren, war es den Renntag? Ich weiß gar nicht mehr. Glückwunsch, du hast das Rennen also, gewonnen. Also, offiziell, das heißt, ach nee, letztes Mal Nice bin ich nicht mitgefahren. Alter, 3-6, du spinnst doch gar schnell. Keine 4 Sekunden schneller als ihnen, verdammt. Ja, gut, aber das ist auch ganz schön viel, meine Fresse. Ja, ach, Steve, in der Rundenzeit ist Stevie nur eine Sekunde besser als ich. Wahrscheinlich wieder halbwegs... ich hab eine Runde gezahlt. Mit sonst was für Speed in der Selbstmordabkürzung drin. Eine 3.19.00. Ja. Sieht man aber... Überall Fehler. Man kann's in der Runde ja gut, ich hab auch noch ein paar andere Fehler gemacht, aber sieht man, was so eine Abkürzung da ausmacht.